Hauptthema heute: Felix Agu, seine Angebote aus der Bundesliga. Ich habe auch zwei weitere News auch noch für euch. Ihr seht euch nach dem Intro. Ja, meine Freunde, erstmal kurz zwei Informationen für euch. Erste Information: werde jetzt gleich zum Arzt gehen und hoffe, dass ich dann irgendwas für meinen Hals kriege, dass ich eventuell heute Abend auch streamen kann, weil heute Abend ist ja Relegation. Wird wahrscheinlich dann eher auf dem Zweitkanal gemacht, aber das weiß ich noch nicht genau. Zweitkanal wisst ihr selber, ist immer unten verlinkt. Ja, andere Notiz, andere Info für euch, für die Leute, die es interessiert. Alle anderen ignoriert das einfach die paar Sekunden jetzt. Ich habe die Highlights, also die ein paar Szenen vor dem Weserstadion, die gemacht worden sind vor dem Abstieg. Das sind einfach geile Fanszenen und allgemein ein paar Fan-Choreografien bei TikTok hochgeladen. Das ist immer so die schnellste Möglichkeit, um irgendwas hochzuladen, und da sind ein paar coole Sachen dabei, könnt ihr gerne abchecken. Ist auch übrigens wirklich eine Überlegung von mir, wenn News reinkommen, die sehr schnell vielleicht auch für euch interessant sind, die auch mal da mit hochzuladen. Hier kommt natürlich alles wie gewohnt weiter, ist nur eine Überlegung, die ich momentan mache, überlege ich aber weiter. Jetzt zum eigentlichen Thema, zum Video. Ja, Felix Agu und der Weg, den ich nicht verstehe im Prinzip, denn warum reden wir überhaupt über einen Felix Agu? Warum ist das überhaupt Thema, dass er wechselt? Hat wohl zwei Angebote aus der Bundesliga, zwei Interessenten aus der Bundesliga, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg. Was wird bei beiden schnell klar? Hochstehende Außenverteidiger, Außenverteidiger, die mit hochgehen, die offensiv mit agieren, die schnell sind, also über Tempo verfügen, und all das hat Felix Agu. Völlig richtig, absolut. Ist auch noch jung, sehr entwicklungsfähig, aber noch viel schlimmer, alles, was man voraussehen konnte. Ich habe es die ganze Saison über gesagt: müssen Felix Agu mehr spielen lassen, wir müssen ihn ranführen, damit er selber auch merkt, er ist eine feste Größe bei Werder. Wenn er jetzt geht, keiner darf sich beschweren. Der Junge hat so ein Talent, das erkennen unfassbar viele andere Vereine, werden das auch erkennen. Der hat ein Tempo, was er mit sich bringt, was wir so in den Reihen nicht einmal irgendwo hatten. Und trotz dessen, diese wenigen Startelf-Einsatzchancen, die er da hatte, damit kannst du keinen Spieler überzeugen, zu sagen, ey, du bist unser Mann. Das Einzige, was er jetzt weiß, ist, dass Gibbs Lassi weg ist. Und eben Augustinsson bei einem ersten guten Angebot den Verein verlassen wird. So, das ist halt das Ding, ne? Aber sonst, kann man das völlig verstehen, wenn Felix Agu den Verein verlässt. Ich hoffe es trotzdem nicht. Denn eigentlich jeder von uns und jeder von euch, seid mal ehrlich, schreibt mal in die Kommentare rein. Sagt einfach ehrlich. Jeder hat doch in seinem Kopf schon so Kandidaten, die man schon weggestrichen hat, wo man gesagt hat, okay, die sind weg. Die sind weg. Also klar, Moisander, Kim Selassie, die Selke sind ja schon weg. Die sind ja jetzt schon weg. So, das steht ja alles schon fest. Auch mit Moisander habe ich euch vor Monaten gesagt. Da haben mir gestern echt Leute geschrieben, so eine News. Da habe ich vor Monaten euch schon gesagt. Das war auch klar. So, die zwei, drei Gutgläubigen haben gesagt, nee, Moisander, der macht noch. Nee, hör auf. Und trotzdem hat man ja noch weitere Kandidaten. Beispiel Rashica, Bittencourt, ne, ihr wisst schon. Die gehen. Und da hat man auch so Kandidaten, wo man sagt, ja, immer mit denen in der zweiten Liga den Neuaufbau beginnen. Ne? So, und darunter zählt auch ein Felix Agu. Darunter hätte ich auch ein Capino gezählt. Wenn man sagt, okay, man verkauft Pavlenka. Jetzt sieht es so aus, als ob Pavlenka und Capino gehen. Eventuell jetzt noch ein Agu geht. Eventuell noch ein Sargent geht. Ich weiß nicht, was an Gerüchten jetzt in den nächsten Tagen noch so herumkommen wird. Es gibt wohl auch schon einige Gespräche, die jetzt gerade geführt werden, kann ich mir auch gut vorstellen, weil halt einfach, wie gesagt, wenn man mal überlegt, Ende Juli beginnt ja schon die zweite Liga wieder und die Vorbereitung beginnt in einem Monat, in weniger als einem Monat beginnt die Vorbereitung schon. Insofern willst du ja auch irgendwie in den nächsten 4 Wochen vielleicht ein Stück was mehr Klarheit haben und ein paar personelle Änderungen in der Vorbereitung haben. Muss die Vorbereitung auch irgendwie anfangen. Kannst ja nicht die Vorbereitung mit Leuten anfangen, wo dann 8 noch gehen oder so. Ja, insofern denke ich, die nächsten 4 Wochen werden für uns hier als Werder-Fans sehr, sehr interessant. Es wird einiges geben. Es gibt noch die eine weitere News, von der ich euch gerade erzählt habe. Und zwar hat Johannes Eggestein sich geäußert.
Weil es eigentlich dann jetzt geäußert hat, gesagt, dass er grundsätzlich ihm eine Sache extrem wichtig ist, und zwar, dass er eine Perspektive aufgezeigt bekommt. So, dass er einen vernünftigen Plan aufgezeigt bekommt und nicht auf einmal auf der Bank hängt und dann nicht spielt. Das kann doch jeder von uns verstehen. Der Junge ist ausgeliehen, macht da seine Spiele bei Linz in der Startelf nonstop durchgehend, macht da 20 Buden, 9 Vorlagen. Dann ist auch klar, dass der Junge, wenn der zurückkommt, dass er allein schon nicht gesagt hat, ich habe keinen Bock auf zweite Liga. Das muss man sich schon hoch anrechnen. Dass er dann sagt, ich möchte Perspektive aufgezeigt bekommen. Klar, klar, Junge. Kriegst du alles. Im Normalfall, jeder normale Manager würde jetzt sagen, aber kriegst du alles. Machen wir einen langjährigen Vertrag. Du bist vorne jetzt auch gesetzt mit. Du bist noch jung. Du wirst deinen Weg da gehen. So. Und versuchen wir nächstes Jahr aus der zweiten Liga wieder rauszukommen. Oder machst du deinen Weg da. So. Der kommt doch mit so einer Brust, mit so einem Selbstbewusstsein, kommt der doch daher. Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Also, ich weiß nicht. Jojo, ich hoffe wirklich, dass er verlängert und dass er halt, also dass er bleibt und verlängert. Und vor allen Dingen auch, dass er wirklich Stammspieler vorne drinne wird. Ich glaube, dass er wirklich in der zweiten Liga viele, viele Buden machen wird. Genauso wie Felix Agu. Ich denke, dass die Angebote verlockend sein werden. Dass auch gute Angebote bei sein werden, aber ich hoffe einfach wirklich sehr, dass er bleibt. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Ich denke, dass er mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik, Beweglichkeit, Offensivdrang für die zweite Liga sehr, sehr wichtig für uns sein könnte. Und vor allen Dingen brauchen wir noch neue Außenverteidiger. Wir können jetzt nicht auch noch anfangen, alte abzugeben. Also Agu und auch Park sehe ich eigentlich in der zweiten Liga im Wiederaufbau ja, fest mit in den Planungen drin. Und da muss man dazu noch verstärken und nicht die dann noch abgeben. Ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Schreibt mir mal eure Meinung hier unten rein. Wie gesagt, wann ich live komme, kann ich euch dann später, vielleicht mache ich einen Community-Post oder so. Ich brauche einfach nur irgendwas für mein Herz, dass ich durchgehen kann, mit euch labern kann. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und dann machen wir das auch. Dann schauen wir das auch. Und ja, es ist halt dann die große Frage, ob wir, wenn wir die Relegation streamen, ob wir die hier streamen oder ob wir auf zwei Kanälen streamen. Könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben. Ich sage jetzt auch mal bewusst nicht bis morgen, weil ihr habt gestern gesehen, es passiert so viel bei Werder. Es kann auch sein, dass ich mich irgendwann heute Mittag auf einmal nochmal melde, weil irgendeine wichtige News da ist. Und ich möchte natürlich euch die auch erzählen und teilen. Ja, Felix Agu kam ja auch gestern Abend raus, die Meldung. Und ja, da war ich aber schon durch. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann bringst du die heute Morgen. Und dann schauen wir mal, was über den Tag passiert. Vielleicht kommen da ja noch mehr Sachen. Ne? Alles klar, Leute. Also, Kuss auf die Nuss. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht sehen wir uns später wieder. Ne? Und bleibt gesund. Weiter einen guten Wochenstart. Und schauen wir mal später die Relegation. Ne? Alles klar. Ciao, ciao.